hier auf dem Channel PSA AK 104. Hey friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer. Waffe ist entladen und sicher. Wie ihr wisst, eine richtige AK-47 zu bekommen ist so gut wie unmöglich, vor allem hier in den USA. Und das ist so wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommt. Tatsächlich hier in den USA hergestellt, von Palmetto State Armory, ist die PSA AK-104 eigentlich wunderschön, sehr gut verarbeitet. Fühlt sich schön an und dieses Ding ist ein bisschen special. Tatsächlich genauso wie das originale Kaliber in 7,62x39. Momentan wird das hier wahrscheinlich eine extrem kostspielige Sache, weil russische Munition so gut wie gar nicht mehr in die USA eingeführt werden kann. Deswegen zahlt man extremst viel dafür. Ich gebe euch gleich mal ein bisschen ein paar Daten an die Hand und dann reden wir über die speziellen Dinge hier. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Zero Six und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Ja, wir haben 30 Schussmagazine und zwar sind das Ismash Spine gepresste, also auf jeden Fall was Metallenes, aber definitiv schöner anzusehen als irgendein Plastikmagazin. Plastikmagazin steckt man sich nicht in so eine AK rein, das macht man nicht. Insgesamt die Lauflänge hat 12,5 Zoll. Was ich jetzt nicht sagen kann, ist, wie die Gesamtlänge da ist, weil ich das Mastband nicht dabei habe. Ist aber auch wurscht. Die kann ziemlich klein werden, weil man hier nämlich den Stock falten kann. Und zwar ist das ein 4,5 mm Triangle, seitlich faltbarer Stock aus Bulgarien tatsächlich. Hier sind einige Teile aus Bulgarien, unter anderem auch der Bakelite Pistol Grip hier. Dann haben wir einen laminierten Holzgriff hier vorne. Es ist eigentlich schön, dass man das schon gleich mit eingebaut hat. Und dann haben wir noch eine ukrainische Surplus Sling hier dran, die aber an sich doch schön dazu zu diesem Retro-Style passt. Das Besondere jetzt noch an dieser hier ist der ALG-Trigger, den wir hier drin haben. Moment. So. Allein schon dieser Trigger Reset ist super, super leicht. Wow. Richtig irre. Und es hat super viel Spaß gemacht. Und wie ihr seht, hier oben haben wir auch einen Schalldämpfer drauf. Wir haben das Ganze in Unterschallmunition und auch mit normaler Munition geschossen. Und in beiden Fällen war das so leise, dass man eigentlich beides mit ohne Kopfhörer schießen konnte, also ohne Probleme. Super geile Waffe, hat sehr viel Spaß gemacht und deswegen will ich euch nicht länger aufhalten. Wir gehen raus auf die Shooting Range und dann zeigen wir euch, was das Ding kann. Bis nächstes Mal. Holy shit, it was thrown so far. High!